Mittelpunkt steht mit Sicherheit auch der Kampf der Opelaner gegen die Schließung des Werks in Bochum. Deshalb herzlich willkommen nochmal an die Opelaner aus Bochum. Liebe Montagsdemonstrantinnen und Montagsdemonstranten, wir sind Kollegen und Vertrauensleute von Opel Bochum. Zwischen der Bochumer Belegschaft und der Montagsdemo besteht ein jahrelanges und festes Band. In unseren diversen Kämpfen und Auseinandersetzungen mit Opel konnten wir uns der engagierten Unterstützung der Montagsdemo-Bewegung immer sicher sein. Und sie trägt einen großen Teil daran, dass diese Bochumer Opel-Belegschaft immer noch nicht aufgegeben hat und alles andere als tot ist. Es ist eine feste Tradition für uns, bei der jährlichen Herbstdemonstration der Montagsdemo-Bewegung dabei zu sein. Die Zeit seit der Schließungsverkündung von GM lief alles andere als ruhig ab. Ganz abgesehen von einem zweistündigen selbstständigen Streik, direkt am nächsten Tag nach der Verkündung im Dezember letzten Jahres, wurden immer wieder nach Aufforderung von Kollegen Kampfaktionen und kleinere Streiks durchgeführt. Diese Aktion begleitete auch stets den Wunsch oder das Bedürfnis der Kollegen, diese Aktion auszuweiten. Dass die Bochumer Opel-Belegschaft alles andere als tot ist, zeigt nicht zuletzt der selbstständige sechsstündige Streik der Nachtschicht und Teile der Frühschicht am 9. und 10. September diesen Jahres, welcher nach einer 17-stündigen Betriebsversammlung um 1 Uhr nachts demokratisch von allen anwesenden Kollegen entschieden wurde. Allein diese selbstständige Initiative und Kampfbereitschaft und Kampfentschlossenheit der Kollegen zeigt das Potenzial dieser Belegschaft, sich nicht mit der Vernichtung tausender Arbeitsplätze abzufinden und diese Angriffe offensiv zu beantworten. Viele von euch fragen sich vielleicht, warum sind denn die Opelaner nicht schon längst in den unbefristeten selbstständigen Streik getreten? Was haben die Opelaner denn noch zu verlieren? Aber ich glaube, jeder, der in Betrieb ist und in einer ähnlichen Auseinandersetzung, der weiß, mit was man hier auch fertig werden muss. An der Stelle, die Kollegen von Norgren hat es heute Morgen ja berichtet und ich will auch unsere Solidarität auf jeden Fall erklären mit den Kollegen, die da im Kampf stehen. Und auch gegen diese faschistische Unterdrückung vom Security-Dienst. Da haben wir auch unsere Erfahrungen mitgemacht. Du brauchst ja heute im Ruhrgebiet nur die Zeitung aufschlagen, da wird dir erzählt, das Werk wäre schon längst erledigt. Die Belegschaft wäre tot und jetzt geht es nur noch darum, wie man hier rauskommt. Von GM wirst du bedroht und so weiter. Mit diesen Sachen muss die Belegschaft fertig werden. Und deswegen sind diese ganzen Streikaktionen, vor allem dieser Streik der Nachtschicht, die sind nicht hoch genug zu bewerten. Das war ganz wichtig in dieser Richtungsentscheidung. Die Belegschaft hat klar gemacht, wir lassen uns hier nicht abwickeln. Es wird kein zweites und drittes Nokia geben in Bochum. Genauso wie wir auch solidarisch sind mit den Stahlkollegen bei Outokumpu in Bochum, die vor 2 Wochen gestreikt haben dagegen, dass ihr Werk schon vorzeitig nächstes Jahr stillgelegt werden soll, platt gemacht werden soll. Hier droht im Ruhrgebiet ein Kahlschlag, der ist einmalig. Aber ich will jetzt hier auch nicht jammern, weil das, was hier auch möglich ist, das ist vor allem auch der gemeinsame Kampf der Opelaner, der Stahlarbeiter, der Kumpels in den letzten verbliebenen Zechen. Und diese Kraft, wenn wir die zur Entfaltung bringen, dann wird ja einiges passieren. Und das ist auch der Grund, warum hier das so hart umkämpft ist, diese Richtungsentscheidung. Ich will mich bedanken bei der Solidarität, die wir bekommen haben. Nicht nur von euch, von der Montagsdemo-Bewegung, sondern auch von der MLPD, von den Basta-Frauen, von unseren Frauen, Freundinnen, Müttern, vom Solidaritätskreis. Das ist ein ganz wichtiges Kontrastprogramm dagegen, das hier von einigen Betriebsräten und IG Metall-Funktionären versucht wird, hier aggressiv vorzugehen gegen klassenkämpferische Kollegen, gegen Streikführer, die hier hetzen gegen die Streikenden von der Nachtschicht, die mit allen Mitteln versuchen, einzelne Leute rauszugreifen und fertig zu machen. Das lassen wir nicht zu, das wird es nicht geben. Und ich will mich bedanken nochmal ganz ausdrücklich. Viele von euch haben gespendet für unsere Streikkasse, in der weit über 30.000 Euro schon zusammengekommen sind, ohne dass dieser selbstständige, unbefristete Streik überhaupt begonnen hat. Viele von euch haben selber dafür gesammelt und wir haben gestern Abend die ersten Gelder ausgezahlt an die streikenden Nachtschichtkollegen vom 10. September. Herzlichen Dank und Glück auf!